Gesine zeigt jetzt die zweite Übung. Beginnt in einem tiefen Squat mit vorn übergeneigtem Oberkörper und wird zunächst erst einmal nur den Auftrag haben, das Liquid zur Ruhe zu bringen. Das heißt, hier gleich einer Wasserwaage die Flüssigkeit in der Slashpipe zu kontrollieren und im Gleichgewicht zu halten. Und das übernehmen die stabilisierenden Muskeln der Wirbelsäule, alle diejenigen, die jetzt an der Stabilität des Schultergürtels mit beteiligt sind. Jetzt gehen wir in so kleine rotationskontrollierende Kräfte hinein. Gesine beginnt, das Liquid von der einen Röhrenseite kontrolliert zu der anderen Röhrenseite zu transportieren. Und jedes Mal, wenn das Liquid im Röhrenende ankommt, wird eine besondere Kraft auf die Muskulatur wirken, die es zu kontrollieren gilt, um dann letztendlich das Liquid wieder in diese Wasserwagenposition, in die Ruhe zurückzuführen, bevor man dann zur zweiten Seite überwechselt. Ein wunderbares Kraft-, Koordinations- und Stabilisationstraining für den Schultergürtel und den Rumpf.